Hier ist Ronja und heute haben wir mal wieder nach langer Anfrage eine weitere echt passiert. Oder ich glaube, der Kanal wurde sogar runtergenommen. Irgendein anderer Kanal, der das gleiche macht, My Life, My Story oder so. Geschichte für euch. Und zwar, ich aß meine Hand, um zu überleben. Meinetwegen. Werden wir sehen. Das stand jedenfalls im Thumbnail. Und der Videotitel ist, ich ging allein in den Wald und wurde verrückt. Etwas bewegte sich in den Büschen. So holte er mich schließlich ein. Er hatte mich seit der ersten Nacht verfolgt. Und ich dachte, Hunger, ausgesetzt sein oder eine Infektion würden mich erwischen. Okay. Sieht aus, als würde es viel früher enden. Okay, halt, stopp. Wir werden mitten reingeschmissen, ja? Das gefällt mir. Das gefällt mir, ja? Normalerweise starten wir immer so, Hi, mein Name ist Laura und mir ist etwas ganz Schreckliches passiert. Aber heute, ja, ist... Vielleicht heißt sie wirklich Laura, nennen wir sie so. Ist Laura direkt im Wald, man hat den Busch mit den Augen. Siehst du, ich bin am Verhungern. Ein Monster verfolgt mich wahrscheinlich. Ich habe eine Infektion. Ich sterbe höchstwahrscheinlich bald. Du bist mitten in der Action, ja? Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich werde die Beute des Jaguars sein. Des Jaguars? Hi, ich bin Nicole und ich bin 19 Jahre alt. Hi, Nicole. Als mein Freund vorschlug, dass wir nach Belize gehen sollten, hatte ich gehofft, dass der Besuch der Maya-Pyramiden der extremste Teil unseres Urlaubs sein würde. Den Rest der Zeit würde ich mich an den Stränden der Karibik sonnen und die Wärme und den erstklassigen Service unseres Hotels genießen. Aber es kam alles anders. Oh oh. Ich hatte das Gefühl, dass Edward unserer Mitreisenden zu viel Aufmerksamkeit schenkte. Okay, Edward ist ihr Freund, nehme ich an. Und sie mit den Wimpern, während er ihr etwas über die Maya-Pyramiden erzählte. Okay. Puh, lass uns einen Halt machen. Ich brauche eine Pause. Ich glaube, ich bekomme eine Blase. Könntest du mal bitte nachsehen? Es gefällt mir, dass sie so Real-Life-Elemente drin haben, ja? Dass sie sagen, oh ja, das ist gerade die Story und sie erzählen sie nicht so, als wäre sie schon passiert, sondern dass sie gerade passiert. Aber es kommt ein bisschen aus dem Nix, ja? Also sie haben erst, ja, mein Name ist Nicole, wir waren bei den Maya-Pyramiden, blibli. Und dann, Edward, ich habe eine Blase, das wird mir zu viel, können wir eine Pause machen? Ja, da muss man ja auch mal den Übergang finden, ja? Den Übergang von ich erzähle, was passiert ist, zu es passiert was. Weil so macht es für mich keinen Sinn, ja? Es tut mir leid, aber gut. Die Liebe hat eine Blase. Sie hat auch nur zwei Zehen. Das ist, glaube ich, besorgniserregender. Schüttelte enttäuscht den Kopf, als diese Frau schrie, sie könne eine Art Inschrift an der Wand sehen. Okay. Edward eilte zu ihr hinüber und vergaß dabei, dass ich ihn zuerst gerufen hatte. Verletzte mich. Und genau in diesem Moment, als die beiden sich einige Kritzeleien auf dem Stein ansahen, kam mir ein Gedanke. Okay. Der schlimmste Gedanke, den ich je hatte. Ich wollte Edward eine Lektion erteilen. Ich wollte, dass er denkt, dass er mich verloren hat und er schreckliche Angst hat. Also ging ich in den Dschungel. Ich hörte, wie Edward mich... Wie man es halt macht in einer gesunden Beziehung, ne? Also, dein Freund ist 5 Sekunden bei einem anderen Mädel und schon ticken die Zahlräder. Man ist, okay, was kann ich machen? Wie kann ich dem jetzt eine richtig miese Lektion erteilen, ja? Was sind die Schritte, die ich gehen muss? Okay, erstmal in den Dschungel. Guter erster Schritt. Und dann richtig erschrecken, ja? Der muss richtig Angst haben. Er muss denken, ich bin tot im Dschungel. Gefressen von einem Jaguar zum Beispiel. Rief, aber je lauter er meinen Namen rief, desto tiefer ging ich. Klassiker. Oh, ekelhaft. Ich war direkt in eine Pfütze getreten und bekam nasse Füße. Als ich versuchte, aus dem Sumpf herauszukommen, wurde ich bis zu den Knien mit Schlamm bedeckt. Okay. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht für deine Tarnung. So, du hast dich durch den Dschungel gekämpft, an deinen Füßen ist Schlamm. Vielleicht, meinetwegen, ja? Also, fair enough. Auch wenn ich sagen muss, ja? Also... Keine Kritik an dem Outfit, aber wenn ich in den Dschungel gehen würde, würde ich da kurze Hosen anziehen und ein bauchfreies Oberteil, was man nicht mehr... Ich riss ein Blatt ab und fing an, mir die Beine abzuwischen. Und dann schrie ich den ganzen Wald an. Ich verstehe immer noch nicht, wie mich damals niemand hörte. Ich entdeckte, dass an meinem Bein 3 Blutegel klebten. Mm. Ich habe versucht, sie mit Blättern abzubürsten, aber das hat nicht geholfen. Ich versuchte, sie mit meinen Nägeln aufzusammeln, aber sie rutschten ab. Nicole. Ich musste zurück zu Edward und Hilfe holen. Ich beschloss, ihn anzurufen, damit er mich aus dem Sumpf holen würde. Mein Telefon war im Rucksack. Und den Rucksack hatte ich Edward gegeben.
Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits mehr als einmal gefallen. Und ich war mit Schmutz und Dorn bedeckt. Ich hatte und Dornen, nicht nur Schmutz, auch einfach Dornen. Die machst du nicht ab oder sowas? Ich meine, könnte man entfernen. Da hat man, also selbst wenn wir sagen, okay, die Blutegel, die sind flitschig, meinetwegen. Aber die Dornen, die machen wir nicht ab, nein? Dornen? Bogen und drei meiner Nägel waren gebrochen. Die Feuchtigkeit und die seltsamen Gerüche machten mich schwindelig. Ich juckte von endlosen Insektenstichen und war wirklich hungrig und durstig. Okay, jetzt übertreibt sie, aber ich war wirklich hungrig und durstig. Wie lange bist du denn schon im Dschungel, Nicole? Hä? Wie lange wirklich? Tu mal nicht so. Also von dem, wie es klingt, bist du da jetzt seit einer halben Stunde. Ich war so hungrig. Ich war so durstig. Meine Haut juckte von tausenden Stichen. Ich wurde dann von einer Killerhornisse noch gejagt. Das war hier ganzes Programm. Aber das Wichtigste war, dass ich nicht im Dschungel bleiben wollte. Ganz allein. Wo mich alles beißen oder fressen wollte. Dann habe ich einen guten Tipp für dich, junge Dame. Geh nicht allein in den Dschungel. Ich fand einige Früchte an Bäumen, aber ich wusste nicht, ob sie giftig waren. Okay. Hätte ich nur das Internet gehabt, dann hätte ich schon Nahrung für mich gefunden. Außerdem haben mich die Affen extremst geärgert. Oh, sie jetzt auch noch die Affen. Sie sprangen durch die Bäume über meinem Kopf und schrien. Können sie es wagen? Die Affen sprangen durch die Bäume. Über ihrem Kopf. Stell ich das mal vor. Wahrscheinlich machen sie noch andere Affendinge. Also das wär ja frech. Zu machen. Sie schrien sie noch. Sie hatten auch Futter und kauten ständig. Sie kauten ständig? Plötzlich ließ einer von... Wie unverschämt. Wie unverschämt von diesen Drecksaffen, die da im Dschungel wohnen. Da Essen zu essen. Verstehe ich voll, bin ich auch ganz auf Nicoles Seite. Ihnen etwas Obst fallen. Ich wusste nicht, was es war, aber sie aßen es. Also dachte ich, ich könnte das auch. Es war verdammt lecker. Okay. Ich wusste nicht, wohin, aber ich ging einfach weiter. Mir war schwindelig vor Hunger und Müdigkeit. Du hast doch gerade was gegessen. Wie? Okay, pass auf. Als Person, die schon mal gefastet hat, ja? Auch mal, also tagelang am Stück. Ich weiß, wie Fasten funktioniert, okay? Das ist eine Sache von, das habe ich irgendwie 5 Tage gemacht. Da habe ich 5 Tage nichts gegessen. Da war mir nicht schwindelig. Da bin ich nicht umgefallen. Und du hast seit vielleicht 3 Stunden nichts gegessen. I doubt it. Und ich führte Selbstgespräche. Warum? Und du, vor allem, du hast gerade was gegessen, Nicole. Langsam, ja? Siri, wie findet man Wasser im Dschungel? Hey Siri, wie überlebst du im Dschungel? Ich stolperte und fiel mit dem Gesicht nach unten in Blätter. Sie waren nass. Ich leckte sie ab. Es war Wasser. Ich fing an, Wasser aus den Blättern zu trinken und schluckte es eifrig hinunter. Unter den Blättern auf dem feuchten Boden waren dicke weiße Würmer. Ich schloss meine Augen und schluckte einen, ohne zu kauen. Und dann noch einen und noch einen. Wie hungrig bist du? Okay, seit wie vielen Tagen ist sie denn da im Dschungel? Es ergibt für mich keinen Sinn. Es klingt so, als ob sie da jetzt in den Dschungel gegangen ist, um ihren Freund zu ärgern. So, wenn sie merkt, da kommt keiner, dann lauf doch einfach wieder zurück. Dann wieso gehst du denn dann weiter in den Dschungel? Mädchen! Sie. Schnecken. Burgunderschnecken. Ja, ich liebe diese Delikatesse. Was ist denn los mit der? Wenn sie ihren Restaurant serviert, sind sie schon gar. Was ist denn ich wanderte da los? Weiter und fand einen Fluss. Ich isst einfach alles, was ich kriegen kann. Hinein. Ich fühlte mich sogar wieder wie ein Mensch. Ich habe geplanscht und gelacht, bis ich Plätschern hörte. Ich frage mich, ob es hier Krokodile gibt. Okay. Plötzlich stieß ich auf eine Höhle und sah, dass sich darin Kohlen befanden. Kohlen. Was machst du denn jetzt hier für ein Überlebenstraining? Nicole! Sie waren noch warm. Es waren also Menschen hier. Ich schrie mehrere Male. Stille. Dann sah ich eine Leuchtpistole und schoss sie in die Luft. Ich legte trockene Äste auf die Kohlen und sie flammten auf. Jetzt hatte ich ein Feuer. Ich brauchte nur etwas, um darauf zu braten, während ich auf Rettung wartete. Du hast gerade Schnecken gegessen, Würmer gegessen, Früchte von den Affen gegessen und du hast wahrscheinlich kurz bevor du in den Dschungel gegangen bist, was gegessen in deinem Ferienresort. Okay, ich sag jetzt nichts mehr übers Essen, ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Es wurde Nacht, aber niemand kam.
Es waren nur ich und mein Schatten vom Feuer. Okay, das ist ihre erste Nacht. Ich fing an, mit dem Schatten zu sprechen. Anscheinend verlor ich den Verstand. Aber er antwortete mir. Nicole, wenn du wirklich, wirklich hungrig bist, könntest du deine Hand kochen. Ich brachte meine Hand zum Feuer. Was war das? Was zur Hölle? Okay. Ich brachte... Wer zur Hölle? Ich weiß, diese Geschichten sind frei erfunden. Aber wer hat sich das ausgedacht und hat gesagt... Wisst ihr, was ich in der Geschichte jetzt noch ganz cool fände? Wie wäre es, wenn der Schatten ihr antwortet? Und dann hat der Producer gesagt, ja, yeah, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Und wie wäre es, wenn der Schatten ihr dann noch vorschlägt? Keine Ahnung, ihre Fuß, das ist in dem Fuß, ist blöd, die muss man ja noch laufen. Okay, dann vielleicht die Hand. Ja, Hand, mach, lass eine Hand machen. Wer trifft diese Entscheidungen? Das ist meine persönliche Frage, ja? Ich legte meine Hand zum Feuer, entfernte sie aber sofort wieder, als ich die glühende Hitze spürte. Und dann habe ich meine Zähne darin versenkt. Dann hörte ich dieses Geräusch. Ich schaute mir an, woher es kam. Oh, okay, jetzt sind wir am Anfang. Dass dies das Ende war. Jetzt würde es sich auf mich stürzen. Ich schaute auf meine Hand. Da war ein Bissabdruck von meinen Zähnen und ja, ach nee, du hast da ja auch gerade reingebissen. Wie so ein Maniac. Nicole! Ich wartete unruhig. Die Äste begannen noch mehr zu rascheln und plötzlich tauchte aus der Dunkelheit ein Jaguar. Edward hervor. Edward! Mein Edward! Er hatte mich gefunden. Er hatte mich gerettet. Ich rannte weinend hin und umarmte ihn. Aber ich fühlte nichts. Edward war verschwunden. Ich war allein. Oh, okay, es war ich ja nicht berührte Edward. Meine Stirn. Sie brannte förmlich. Ich halluzinierte. Ich legte mich neben dem Feuer auf den Boden und schloss meine Augen. Okay. Als ich sie öffnete, befand ich mich in einem Bett, das an verschiedene Kabel angeschlossen war. Ich schaute mit Schrecken Halleluja. Auf meine rechte Hand. Alles war in Ordnung. Sie war nur bandagiert. Ich war im Krankenhaus. Ich verbrachte dort einen ganzen Monat. Edward war die ganze Zeit dort. Am selben Tag, an dem ich verschwand, begannen die Rettungskräfte mit der Suche nach mir. Sie hatten eine Leuchtpistole. Oh, das sind unsere Kameraden aus dem Gefängnis. Falls ihr die letzte Folge noch nicht geguckt habt von meinen Echt-Passiert-Geschichten, ich verlinke euch die hier oben beim i. Das sind die gleichen Leute. Das hier, das war der Gefängnisaufseher und er war der Gefängniswärter. Der Mann allein im Frauengefängnis, ja, mit seinem Kollegen, der... technisch gesehen auch ein Mann ist, aber das ignorieren wir mal. Zurückgelassen in der Hoffnung, dass ich auf diese Höhle stürze. Die haben sogar die gleichen Outfits an. Und genau das ist passiert. Danke, dass du zugehört hast. Bitte, dass ich zugehört habe. Ich hoffe, dass du nie dasselbe durchmachen musst wie ich. Okay, das war das. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich mache sehr gerne diese echt passiert animierte Frag-mich-was-Geschichten. Sie sind sehr lustig, ich weiß. Am Anfang war ich skeptisch, aber mittlerweile finde ich den Spaß dran. Also wenn ihr andere habt, die ihr gerne gesehen haben wollt, dann schreibt mir die in die Kommentare. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ciao!